Dieser Satz ist ja schon Kult im Ruhrgebiet. Kleines Problem, wie kriegen wir die zweite dran? 83.500 Zuschauer, total ausverkauft. Eine unglaubliche Stimmung hier. Also für den FC Schalke wird das kein Betriebsausflug zur Pokalübergabe. Denn es wird eine andere Meile der Mannschaft auflaufen und die wird angepeitscht und angetrieben. Kanu läuft hier gerade den Platz auf. Der ist wieder fit, glaube ich. Ja, kurze Einschätzung, das stimmt. Eine Spitze mit Wilmots dahinter, aber Latta soll mit nach vorne stoßen und Nemitz links nach vorne stoßen. Aber man kann sagen, eine nationale Mailand. Baljuka im Tor, auf der Linie sicherlich ein Weltmeister, mit einigen Problemen beim Rauslaufen. Davor die Vierer Abwehrkette, Bergomi. Die Abwehreiche Mailands auf der rechten Seite, weil er nicht mehr so der Schnellste ist, ist das vielleicht ein Punkt, wo FC Schalke 04 was anrichten kann. Nemitz. Mike Biskens auf der linken Außenbahn. Die Spanier natürlich mit der Viererkette hinten. Links Pistone mit der Nummer 3, da haben wir ihn gegen Latta. Seiner Mannschaft. Hier die Anfangsphase ausnutzen, vielleicht eine gewisse Nervosität. Aber Nemitz gegen Paganin. Schön auf Wilmots. Knapp 5 Minuten gespielt, hervorragend. Zanetti. Null zu null. Die einzige gefährliche Torchance hatte der FC Schalke 04 durch Wilmots. Zamorano. Bergomi. Zanetti. Gefährlich. Gefährlich, da kam Djorkaeff. Und es gibt Eckball. Max und Latal in der Mauer. Werden jetzt versuchen zu stören und Büskens läuft an. Paljuka! Wunderschön von Büskens. Ein Verdacht gegen Herrn Aranda. Zanetti. Ins. Oh. Wieder Jorkai. Das war knapp. Maurizio Ganz. Zurück auf die Insel zu den Blackburn Rovers. Ein Mann, der eine große Vergangenheit hat. 22 Jahre schon im Trainer. Zweite Halbzeit. Gleich die Seele des Spiels. Viele, viele Ballkontakte im ersten Durchgang. Djorkaeff. Ah! Meisterlich über die Mauer gezirkelt, aber Jens Lehmann hat die Herrschaften da ergänzen. Ja. Er will sich natürlich gerne mit dem UEFA-Pokal verabschieden auf die Insel. Und er möchte ihn so wahnsinnig gerne mitnehmen nach Schalke. Einwurf Schalke, Latta. Ton. Nemec. Latta. Und Büskens. Ah! Oh, Mike Büskens, das haut ihn um. Mein Gott, der Büskens. Er ist es gewesen, liebe Zuschauer, der mich einmal total herausgefordert hat mit einem solchen Schuss. Es war in Nürnberg im April 94. Zanetti. Ganz und ins. Einmal durchatmen, liebe Zuschauer in Deutschland. Paulins, herrlich aufgelegt von Ganz, dieser Schuss. Wilmots, abgefälscht dieser Ball. Logische Folge, Eckball. Von Fresi abgefälscht. Pistone oder Djorkaeff.
Djorkaeff. Minute. Der Einwurf von Pistone verlängert und dann ist Zamorano da. Aus dieser Perspektive noch besser zu erkennen. Ins verlängert und dann Zamorano gegen Johan de Kock. Zweites Saisontor im UEFA Cup, der Chilene, der neulich 5-mal für Chile getroffen hat. Und jetzt natürlich dieses Interstadion, ein Tollhaus. Jetzt werden die Karten neu gemischt, liebe Zuschauer. 1:0 gegen 1:0, das würde bedeuten 2x 15 Minuten Verlängerung. Busquets. Hat José García Aranda ein bisschen spät bemerkt. Ich war leicht irritiert, aber ganz klar, Fresi hatte Gelb im ersten Durchgang. Also, 11 Schalker gegen 10 Mailänder in der Verlängerung. Zeitungsmakulatur. Über Prämien wird erst hinterher gesprochen. Und jetzt auf geht's in die erste Halbzeit der Verlängerung. Die Schalker. Netti. Ganz. Zanetti, der Fuseler. Für Inter Mailand. Paul Inz kommt nicht mehr hoch vom Boden. Jetzt werden wir das nochmal sehen. Ganz souverän auf Inz und er kommt nicht hoch. Anglomma. Ganz. Oh, Glück für Schalke, Glück für Schalke. Die Latte. Und dann abgepfiffen. Abgepfiffen, Foulspiel, Djorkaeff. Aber vorher ganz an die Latte. Zunächst Zamorano. Ganz sofort angenommen. Und dann an die Querlatte. Lehmann war längst geschlagen. Und hier Djorkaeff gegen Busquets. Noch einmal diese Szene. Aufregung. Und durchatmen im Parkstadion und wo auch immer. An die Querlatte von Maurizio Ganz. Mein Gott, ist dieser Typ gefährlich. Pistone. Hält. An der Brücke geht. Schön. An der Brücke. Paljuka. Strafstöße werden auf das Mailänder Tor ausgetragen. Also dort, wo Paljuka zuletzt im Tor stand. Und das ist ab. Der Mann, der in der laufenden Bundesliga-Saison schon zwei Dinger versiebt hat. Also alle guten Wünsche, Ingo, sind jetzt bei dir. Alle von zu Hause. Ich will nicht so weit gehen, dass jetzt nur Schalker-Fans in Deutschland an den Fernsehern sitzen. Aber doch sehr viele, nehme ich an. An der Brücke gegen Paljuka. Ja, 1
1-0 Schalke. Das war der alte Ingo. Ein Knallbonbon gegen Paljuka. Jetzt kommt Zamorano. Zamorano gegen Lima. Die richtige Ecke geahnt, die linke von Lehmann ausgesehen. Toll gemacht, Jens Lehmann. Olaf Thon. Tja, damals ein paar Kilometer weiter in Turin, Halbfinale gegen England. Da hat er einen reingemacht, der Olaf. Jetzt gegen Paljuka, drin das Ding, 2-0 Schalke. Mein Gott, wir können ja noch bis 5 zählen. Hüb Stevens schreibt sauber mit. Djorkaeff. Djorkaeff. Mach's noch einmal, Jens. Flieg noch einmal, Junge, ins richtige Eck. Jens Lehmann. Kauert. Die Arme breit. Niederlage richtig, aber diesmal zu platziert und zu wuchtig von Djorkaeff. 2-1 Schalke. Martin Max. Das ist eine Art Premiere. Der hat in der Bundesliga überhaupt noch keinen geschossen für den FC Schalke 04. Martin, der Junge aus Recklinghausen. 3-1 Schalke. Paljuka im falschen Eck. Und Jüri, der Stimmungsmacher unter den Spielerfrauen. Das läuft prächtig, denn jetzt kommt Aaron Winter. Ich will es nicht beschreien, aber der ist nicht gut drauf, der hat keine Form. Aaron Winter gegen Lehmann. Bleib ganz cool, Junge, Jens. Ganz cool. Der Student der Betriebswirtschaft, Jens. Vorbei, vorbei. Die Chance für den FC Schalke 04. Aaron Winter, zulässig angetrabt. Hier noch einmal. Vorbeigezogen mit dem rechten Innenriss. Einer muss noch. Wilmots kommt jetzt. Und das drückt auf den Schultern von Roy Hodgson. Drin das Ding und der FC Schalke hat es. Der FC Schalke ist Sieger im UEFA-Pokal 1996-97. Im Elfmeterschießen, liebe Zuschauer. Ich darf mich jetzt nicht selber übertreiben. Es ist ein unglaublicher Augenblick. 85 Minuten lang hatte es die Mannschaft hier in der Hand. Dann dieses Tor von Zamorano. Man musste sich durch die Verlängerung quälen. Und jetzt hier unsägliche Jubel unten bei den Schalkern und auf der Schalker Tribüne. Ich möchte jetzt gerne wissen, was los ist im Parkstadion. In den Wohnzimmern, überall in Deutschland, wo sie sich umarmen. Der Präsident der UEFA überreicht ihn an den Kapitän, an den stolzen Kapitän Olaf Thon. Der größte Erfolg in der Schalker Vereinsgeschichte ist perfekt. Und es ist der Beweis, dass eine Mannschaft nur aus mannschaftlicher Geschlossenheit auf der Tribüne. Andi Möller, der 34-Jährige, der immer jünger wird in dieser Mannschaft. An der Brügge. Eine Mannschaft, die so viel Herz gezeigt hat in diesem Wettbewerb. Wenn ich an den Mike Büskens denke, der hatte ein tolles Angebot vom VfB Stuttgart. Und dann war er oben beim Manager Rudi Assauer und hat es einfach nicht fertiggebracht, ihm zu sagen, dass ich gehe.